WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 8. November 1918. Der Politiker Kurt Eisner ruft die Münchner Republik aus. Kurt Eisner ist gescheitert, gründlich gescheitert, und das nicht einmal großartig. Nach gut 100 Tagen an der Macht wollte er seinen Rücktritt erklären und kam nie an, als er zu Fuß in München zum Landtag ging. Bei solchen Geschichten suchen wir gerne nach Gründen, warum das denn schiefgehen musste. Bei Eisner heißt das Schnellurteil, Träumer, ein Idealist, ein Hans Kuck in die Luft. Das passt aber nur oberflächlich betrachtet. Vor lauter Haaren und Bart sah man von Eisners Gesicht fast nur die kleinen runden Brillengläser, wie ein alter grauer John Lennon, der ein Jahr auf der Insel ausgesetzt worden ist. Eisner, ein Träumer? Solche Thesen, da bin ich jetzt also kein großer Fan von. Ärgert sich Bernhard Grau, Leiter des Hauptstaatsarchivs München und Biograf Kurt Eisners. Vor allem Eisner eben wieder in diese Ecke zu stellen, des moralisch integeren Fantasten, der politisch unbedarft war, das ist eigentlich ein Rückschritt. Das muss man also ganz klar sagen. Wer weiß schon, dass Eisners Haarwuchs ein politisches Symbol gegen das Kriegsregime war und er vorher aussah wie ein pensionierter Schulrat. Wer erkennt, dass viele seiner Ideen heute selbstverständlich sind, dass er eigentlich nur aus der Zeit gefallen war, die Gesellschaft noch nicht reif war, er aufgerieben wurde zwischen extrem links und extrem rechts. Kurt Eisner war jüdischer Deutscher, geboren 1867, kurz vor der Reichsgründung. Sohn eines Berliner Textilfabrikanten. Kurt machte Abitur, studierte, wurde Journalist und Schriftsteller, bekannt für seine Nietzsche-Kritik. Eisner wollte eine bessere Welt und ging zu den Sozialdemokraten, auch wenn ihm Kant näher war als Marx. Antisemitismus gab es in der SPD außerdem kaum. Eisner, ein realistischer Weltverbesserer. Dazu erziehen wir dieses neue Volk, dass jeder sich selbst zu erziehen wisse, dass jeder Einzelne, in sich gereift und gehämmert, ein Kämpfer für sich und doch ein frei sich fügendes Glied in der Gesamtheit. Kurt Eisner wurde im späten Kaiserreich zu einem der führenden linken Publizisten, vor allem beim Vorwärts, dem Zentralorgan der Sozialdemokraten. Ein scharfer Geist, der gegen den deutschen Imperialismus anschrieb und erkannte, wohin der führen könnte, in einen unvorstellbaren Weltkrieg. Dass er vor dem drohenden Krieg gewarnt hat seit 1905, also fast 10 Jahre lang, kann man sagen. Unsere regierenden Staatsmänner aber sind die Hanswurste der Vergangenheit, die eine überwundene Zeit erhalten wollen, nachdem schon alle Keime der Zukunft erschlossen sind. Eisner geht 1907 nach Nürnberg, dann nach München. Die Leute dort seien freiheitlicher gesinnt als im preußischen Berlin. Von München aus versorgt Eisner linke Blätter mit Feuilleton-Artikeln. Hurra! 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 Kurt Eisner spricht sich 1914 aus für die Kriegskredite. Doch ein Jahr später erkennt er, dass er gelingt worden ist und kämpft ab dann für einen fairen Friedensschluss. Ein realistischer Pazifist. Er ist jedenfalls ein ausgewiesener Kämpfer für eine rasche Beendigung des Krieges gewesen. Einer der wenigen in München, wie man sagen muss. 1917 schließt das Deutsche Reich mit Sowjetrussland Frieden. Ein Gewaltfrieden, der die Besiegten auszieht bis aufs letzte Hemd. Ein Versailles des Ostens. Eisner protestiert dagegen und organisiert in München den Januarstreik 1918 mit, als Rüstungsarbeiter für einen Frieden streiken. Eisner wird verhaftet und lässt aus Protest im Gefängnis Bart und Haare wachsen. Auch als Dokument sozusagen dafür, wie lange er inhaftiert war, sagt sein Biograf Bernhard Grau. Dann muss man also aufpassen, dass man also dieses Bild zu stark mit der Person auch identifiziert. Im Oktober 1918 ist der Krieg verloren. Das spricht sich auch in München herum. 2 Tage vor der Revolution in Berlin führt Kurt Eisner die Revolte in München an. Josef Felder, Sozialdemokrat, ist damals 18 und schließt sich mit seinem Vater dem Demonstrationszug an. Wurden die Gewehre auf einen Haufen geworfen, zum Teil zerschmettert und die ganze Garnison ergab sich. Und dann hat er die Revolution verkündet. Und Widerstand
durch die Regierung erfolgte nicht. Und dann besetzten sie das Polizeipräsidium. Das hat sich alles in dieser Nacht vollzogen. Heute vor 100 Jahren, in der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918. In der Früh griffen wir sofort nach den Münchner Neuesten Nachrichten und da war die Verkündung, die große erste Seite, nicht wahr? Bayern ist ein Freistaat. Bayern ist ein Freistaat, Kurt Eisner ist der provisorische Ministerpräsident. Kurt Eisner hat den Freistaat Bayern ausgerufen, eine Demokratie ohne Fürsten, eine Republik. Er ist de facto der Begründer des demokratischen Bayern. Die Arbeiter- und Soldatenräte wählen Eisner zum provisorischen Ministerpräsidenten. Arbeiter, Bürger Münchens, vertraut dem Großen und Gewaltigen, das in diesen schicksalsschweren Tagen sich vorbereitet. Helft alle mit, dass sich die unvermeidliche Umwandlung rasch, leicht und friedlich vollzieht. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Der Bruderkrieg der Sozialisten ist für Bayern beendet. Es lebe die Bayerische Republik, es lebe der Frieden, es lebe die Weltrevolution. Doch der Bruderkrieg ging weiter. Es war ein Machtkampf zwischen rechten Sozialdemokraten und linken Kommunisten. Die Linken setzten vor allem auf die Macht der Räte. Sie werden in den Betrieben und der Armee gewählt, mit Elementen direkter Demokratie. Die Rechten setzen auf freie Wahlen, eine repräsentative Demokratie mit Parlament. Dort saß Kurt Eisner wieder zwischen den Stühlen. Er ließ schnelle Wahlen vorbereiten, doch auf die Räte wollte auch er nicht verzichten. Eisner hat natürlich ein Interesse am Fortbestand der Räte gehabt, die er also nicht als sozusagen Gegenparlament verstanden hat, sondern eher als Organe der politischen Meinungsbildung verstanden hat. Also praktisch als Gegenstücke eher zu den Parteien als zu den Verfassungseinrichtungen. So wie Betriebsräte ja heute noch die Interessen der Beschäftigten vertreten. 105 Tage ist Kurt Eisner an der Macht, ein kurzes Aufflackern all dessen, was viel später einmal wahr werden soll. Die neue Regierung verbietet zum Beispiel, Kinder in der Schule zu schlagen. Jeder Mensch ist ein Genius von Geburt an. Man soll nur dafür sorgen, dass er nicht schon im dritten Lebensjahr verkümmert. Bildung für alle, vor allem für die Ärmsten. Gesamtschulen, Ideen eines Grundeinkommens. Sehr moderne Fragen, allgemeines gleiches Wahlrecht, Frauenwahlrecht, 8-Stunden-Tag. Leben wir, um zu produzieren oder produzieren wir, um leben zu können? Kurt Eisner sah den Grundkonflikt im linken Spektrum. Den zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus. Ein bolschewistisches System wie in Moskau oder ein parlamentarisches wie in Paris. Er versuchte persönlich, den Kommunistenführer Karl Liebknecht für die Mitarbeit im Rat der Volksbeauftragten in Berlin zu gewinnen, in der provisorischen Reichsregierung. Als Eisner Liebknecht seine Gedanken vortrug, lehnte Liebknecht die Mitbeteiligung schroff ab, mit den Worten: Die Durchführung des Sozialismus ist nur möglich, wenn alles vollkommen niedergerissen wird. Die Revolution scheitert. Ohne Liebknecht wäre nie alles gescheitert. Nur in einem war Kurt Eisner Idealist, im Glauben an das Gute in Deutschlands Kriegsgegnern. Er war bei Kriegsbeginn auf die deutsche Propaganda hereingefallen, nun schlug er ins Gegenteil und gab dem Deutschen Reich die Schuld am Weltkrieg. Heute wissen wir, dass alle Mächte ihren Anteil hatten. Der Eisner, er wollte eigentlich zeigen, dass sich in Deutschland die Verhältnisse geändert haben. Und da schien ihm nichts naheliegender, als eben auch sich zu der Schuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg, von der er tatsächlich überzeugt war, sich dazu zu bekennen. Eisner übergab geheime Protokolle der bayerischen Regierung an die Alliierten. Er hatte zeitweise auch separatistische Tendenzen. Und wurde daraufhin als Vaterlandsverräter attackiert. Vaterlandsverräter war er definitiv nicht. Die Alliierten waren entschlossen, Deutschland zu knebeln, wie das Reich es zuvor mit Sowjetrussland vorexerziert hatte. Daran änderte auch Eisners Entgegenkommen nichts. Eisners Republik entwickelte in Deutschland Anziehungskraft für Lebensreformer jeglicher Couleur, wie der Schriftsteller und Revolutionär Ernst Toller notierte. Verkannte Lebensreformer bieten ihre Programme zur Sanierung der Menschheit an. Die einen sehen die Wurzel des Übels im Genuss gekochter Speisen, die anderen in der Goldwährung, die Dritten im Tragen unporöser Unterwäsche,
die vierten in der Maschinenarbeit, die fünften im Fehlen einer gesetzlich vorgeschriebenen Einheitssprache und Einheitskurzschrift, die sechsten machen Warenhäuser und sexuelle Aufklärung verantwortlich. Adolf Hitler war damals in München ein orientierungsloser Gefreiter. Die Konterrevolution war zunächst verunsichert und wurde wach in der bürgerlichen Presse. Fremdenhass verbindet sich mit Antisemitismus und Antikommunismus. Eisner ist der Fremdling, der Ostjude, der nur Vorgebe aus Berlin zu stammen, sich den Namen Kurt Eisner zur Täuschung der Bayern zugelegt habe und in Wirklichkeit Salomon Koschinski oder Samuel Kosmanowski heiße. Das war Unsinn. Fake News, die die Stimmung anheizten. Die Hetze nimmt solche Ausmaße an, dass die einheimischen Juden Eisner bitten, zurückzutreten. Nach der verlorenen Landtagswahl will Eisner zurücktreten, am 27. Februar 1919, einem sonnigen Vorfrühlingstag. Trotz Warnungen geht er zu Fuß zum Landtag, in der Aktentasche die Rücktrittsrede. Sein Mörder wartet schon auf ihn und schießt Eisner von hinten in Kopf und Rücken. Für Leutnant Anton Graf von Arco auf Valley ist Eisner Jude und Bolschewist, Ausländer und Vaterlandsverräter. Die Fronten zwischen rechts und links verhärten sich nach dem Mord an Kurt Eisner weiter. Man kann für Bayern schon sagen, dass eigentlich erst die Ermordung Eisners dann zu einer weiteren Eskalation geführt hat, die letzten Endes ziemlich konsequent dann zur Ausrufung eigentlich der Räterepublik beigetragen hat. Der geflohene SPD-Ministerpräsident kann mit eigenen Truppen München nicht zurückerobern. In die Abwehrkämpfe greifen nun auch die Kommunisten ein und begründen dann die kommunistische Räterepublik nach Lenins Vorbild. Eine rote Armee in München wartet auf die Weißen. Sie kommen aus Berlin. Reguläre Truppen und Freikorps. 40.000 Mann. Die Kommunisten haben 10 Geiseln erschossen. Die rechten Truppen überziehen München anschließend mit einem Rachefeldzug. Es sind völlig Unschuldige, also berühmt der Münchner Gesellenverein, der also mit Revolution und Räterepublik also überhaupt nichts am Hut hatte. Die sind eben auch einer Denunziation zum Opfer gefallen. Der Schriftsteller Oskar Maria Graf war Augenzeuge. Überall zogen lange Reihen verhafteter, zerschundener, blutig geschlagener Arbeiter mit hochgehaltenen Armen. Das sind alles meine Brüder, dachte ich. Sie sind alle Hunde gewesen wie ich. Haben ihr Leben lang kuschen und sich ducken müssen. Und jetzt, weil sie beißen wollten, schlägt man sie tot. Es gibt Zahlen, die schwanken so zwischen 600, manche sagen sogar mehr, bis zu 1000 Tote. Es war jedenfalls ein erheblicher Blutzoll, den München da entrichten musste. München wird zum braunen Sumpf. In einem waren sich die Rechtsextremen einig, in ihrem Hass auf Kurt Eisner, der Revolution machte, aber nicht radikal war. Ich gehe davon aus, dass er heute durchaus in der SPD seine politische Heimat hätte. Gut, man kann ihn auch gut bei den Grünen sich vorstellen. Aber der Eisner selber hat sich halt doch immer als Sozialdemokrat verstanden. Bei einer Trauerfeier für Kurt Eisner sprach der Schriftsteller Heinrich Mann, der seinerzeit auch in München lebte. Er hielt viel von Kurt Eisner und sagte dies über Bayerns linken Revoluzzer. Die 100 Tage der Regierung Eisners haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht als die 50 Jahre vorher. Sein Glaube an die Kraft des Gedankens, sich in Wirklichkeit zu verwandeln, ergriff selbst Ungläubige. Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Ausrufung der Münchner Republik heute vor 100 Jahren. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über die Prinzessin Anna Amalia von Preußen. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de